Aber wir müssen. Okay, wir sitzen da und das ist tatsächlich ein Zugang zu dem Gang hier. Oder wir gehen einmal ganz darum und hier, aber da wollen wir natürlich drauf verzichten. Wir wollen ja einfach nur zu dem Telefon im großen Raum und das Alien, das springt hier rum. Das ist einfach nicht fair. Hoffentlich kann es uns hier nicht sehen. Kommt mir gerade. Oh, ich dachte gerade, es hat uns gesehen. Man kann doch unter Tische. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jetzt kommt es direkt wieder. Das kann nicht wahr sein, oder? Geht weg und kommt direkt wieder. Was soll das? Da oben ist es noch irgendwo. Es muss immer genau da sein, wo wir auch sind. Es ist echt unfassbar. Unfassbar scheiße. Vielleicht ist es doch gar nicht so eine blöde Idee, hier lang zu gehen, weil ich weiß nicht, was hier an dem Gang ist. Aber wenn wir uns dann nirgendwo verstecken können, auf dem Weg hier gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Hier eher weniger, aber hier sind wir ja an der Tür. Oh, ja, riskant. Naja. Wir probieren es jetzt einmal so. Wenn wir nochmal sterben, dann vielleicht mal anders. Ich komme hier irgendwie nicht durch. Hä, wieso komme ich da nicht durch? Hier ist ein Durchgang. Ein Durchgang. Buh. Oh nein. Ich fühle mich unter dem hier irgendwie gar nicht sicher. Das ist so eine Pfütze und Strom. Nee. Oh nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh, wir haben es ja bald geschafft. Wir haben einen Flammenwerfer. Ich muss immer dran denken, zur Not haben wir einen Flammenwerfer. Ich habe so Angst, dass die Muni so schnell leer geht. Das Problem hatte ich nämlich beim letzten Spiel und. Nicht so witzig. Nicht so witzig. Ich frage mich, warum der Gang hier überhaupt eingezeichnet ist, wenn wir da gar nicht hin können. Was das soll. Help me. Da, wo irgendwo. Da? Dass es auf einmal mitten auftaucht. Was soll die Scheiße? ist hier ein Lüftungsschacht? Glaub nicht. Ich glaube, hier ist gar kein Lüftungsschacht, aber Angst habe ich trotzdem. Dass das Ding hier so rumspinnt, das blinkt genau. Da, wo wir sind, wenn es blinkt. Stopp. Hier lang.
Da hast du nur noch mal einen Tisch. Es hat nur gedauert, bis wir da wieder rauskamen. Hier konnte ich mich aber verstecken. Als gab es doch eine Möglichkeit. Glück gehabt. Okay, die Tür ist auf jeden Fall jetzt offen. Eieieiei. Psst. Dieses Ding will mich einfach verarschen. Verarschen. Funktioniert das nicht unter Tischen oder was? Hat doch die ganze Zeit auch geklappt. Ein bisschen verunsichert bin ich jetzt schon. Da vorne ist die Tür, durch die wir müssen. Das ist unsere Tür. Durch die Tür und dann nicht rechts, sondern links, da durch. Und hier ist dann ein Telefon. Ne? Hier ist im Optimalfall ein Telefon, dass wir hinarbeiten. Das Spiel heißt einfach nicht Alien, sondern Suche das Telefon. Guck mal, wie scheiße. Da sitzt. Hat uns längst gefunden. Hilfe, Orientierung verloren. Oh Mann, das ist eine Neuverkabelung. Ah, die haben wir schon gefunden. Da haben wir die Verbesserung von unserem Plasmaschneider bekommen. Ich will hier nicht sterben. Da hinten ist das Telefon. 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 Oh mein Gott. Ein Telefon. Oh. Speichern. Mit Freuden speichern. Da geht's hoch. Wo fangen wir jetzt am besten an? Gucken wir erstmal die Seiten ab. Da kann man nirgendwo lang gehen. Hier müssen wir den Strom wiederherstellen. Dafür auch. Hier ist wieder so ein Androidenkack, ne? Ja. Nee, was ist das da unten? Den kann ich nicht durch. Alter! Deswegen konnte ich den nicht durchsuchen. Kann ich mich hier verstecken? Ich will erst zum Terminal. Leute, ich will erst zum Terminal. Leistungsschalter zurückstellen. Und wo ist der? Hier macht alles viele Geräusche. Das Versteck habe ich. Initialisierung des Energieflusses. Alles klar, ich glaube, ich muss zuerst sowieso in den Raum gehen. In den Raum. Hier rechts. Gefahr ist nah, nö, oder nicht. Oh. Ich hab's gehört, irgendwo kam's. Hallo?
Ups. Komm bitte nicht nach hier nach hinten, du. Dude. Wir gucken einfach da. Da durch. So gut wir können. Lüftungsschacht. Jetzt hau ab. Ich will dich ja nicht sehen. Ach, weißt du was? Es kommt wieder hier raus, lass mich raten. Ich verstehe gerade nicht, ob es in den Lüftungsschacht, ob ich es verpasst habe, dass es schon mal rauskam. Und jetzt ist es wieder reingegangen. Ah jo. Ah. Warte, 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 ich... Baut doch noch mal ein paar Medikits. Wozu der Geiz? Ups. Ich wollte keins ausrüsten. Ich wollte den Flammenwerfer ausrüsten. Hier kann ich nichts mehr einsacken. Scheinbar ist es hier. Im Lüftungsschacht, jetzt kommt es gleich wieder raus. Wetten, wetten. Das ist schön, ich verliere Wetten nämlich immer. Scheiß drauf. Speichern später. Tür verschlossen. Stopp. Ajo, ich muss hier eh weder in den einen noch in den anderen Raum, also... Gucken wir halt erstmal hier. Ich will aber keinen Alarm auslösen. Komm, Kamera aus. Ich brauche hier keinen, der mich beobachtet. Kuh. Ich habe Escape gedrückt. Ist hier größer als ich dachte. Ich habe das Gefühl, die Geräusche sind ganz anders als in den Folgen davor. Täusche ich mich da etwa? Tische gefallen mir ganz gut. Zugangscode, der Zugangscode ist bestimmt da. Wann wird das? Hilfe.
Das Gemeine ist, dass beim Terminal nicht pausiert wird. Fehler. Abwarten. Gemini-Schließung S. Wir müssen die Ware auf die andere Seite von Sevastopol bringen. Waits. Blablabla. Da hua. Ich sehe mich nach der Zeit. Ja, ich mich auch. 2743. Ich lese es gar nicht. 2743. 2743. 2743. 274. Nee. Da muss ich hin. Zwei, sieben, vier, drei. Ich schreibe es mir gerade mal auf. Wo ist mein Alien-Code-Zettel da? 2743. Kreise ich mir mal ein, damit ich ihn bei den ganzen Codes wiederfinde. Jetzt habe ich vielleicht zu lange gewartet. Nö. 2743. 2743. Ist das Flammenwerfer-Muni? Geil. Wieso kann ich den... Suche? Suche. Okay. Wir könnten jetzt... Ach, dieser Stuhl. Mach einfach Geräusche, obwohl ich ihn gar nicht berühre. Zur Hölle macht denn hier die ganzen Geräusche? Stuhl, warum machst du dich denn so selbstständig? Der Raum hier macht mich... Ich dachte, ich kann da durchgehen. Ja, wir können... Upsala, kein Revolver-Muni mehr mitnehmen. Wir könnten aber nachladen. Okay, das war's mit nachladen. Ach, ich kann das Bindemittel nicht mitnehmen. Lol. Nee, Kuh. Ach, hier oben... kommt es irgendwie nicht lang. Sagte sie. Hier geht's nicht lang, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen hier nicht hin. Ah. Raus, raus, in den gegenüberliegenden Raum. Wir brauchen überall immer eine Verbesserung. Gar nicht nach links, nach rechts gucken, gar nicht unterm Lüftungsschacht durchgehen. Ich bin ein Profi. Oh. Hier ist mal jemand gestorben, Leute. Das sieht ja nicht so gut aus. Ah, da kann's nicht durch. Ich hoffe, es ist nur unten und nicht hier oben. Hm. Ganz genau. Jo. Jetzt ist es wieder im Lüftungsschacht. Und geht von dannen? Kacke, es ist hier oben. Nicht dein Ernst. Alter, geh mal wieder runter. Bleib. Es ist in einen Lüftungsschacht gegangen.
Es kommt wieder. Ajo. Weil es eine Täuschung. Hat es uns austricksen wollen, aber dazu sind wir einfach zu gefuchst. Ne? Bisschen mehr Hirn haben wir als du. Als du. Geh mal weg. Geh mal weg, du. Es möchte einfach bei uns bleiben. Es hat uns gern und möchte bei uns bleiben. Können natürlich nichts dran ändern. Wir sind so liebenswert. Aber es ist im Lüftungsschacht, es ist nicht draußen. Sonst würden wir es ja sehen. Ja. Sonst würden wir es ja sehen. Das war dein Stichwort zu gehen. Sick Rhymes. Geh. Geh. Warum bleibt das jetzt da? Ist der Lüftungsschacht da so? Der Schacht da. Der Lüftungsschacht. Der Schacht. Da so schön. Ja. Hätte ich mal nichts gesagt. Hier ist er natürlich schöner. Hier oben aber nichts. Nee. Auf der anderen Seite auch nicht. Nein. Was war das? Was ist das denn bitte? Lass mich meinen Job tun. Ich frage mich, ob wir der Blutspur folgen sollten. Im Analyselabor. Das haben wir doch schon gemacht. Hier oben. Da müssen wir wahrscheinlich hier so lang, ne? Ups, sorry. Ah. Ich habe einen Flammenwerfer und ich werde nicht geizig, ihn einzusetzen. Ich möchte wieder die Treppe runter und speichern. Das Analyselabor war dann wohl wirklich unten, wo wir... Kurz mal. Gemini-Schließung. Jetzt können wir das mal kurz lesen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehenden Schließung von Gemini... Wir hatten jetzt... Okay, ja. Jetzt beruhig dich mal wieder, ey. Meine Güte. Sorry, nochmal. Beunruhigt. Ich werde von Seeksen damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sevastopol selbst 100% sicher ist. Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Seeksen in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir überprüfen... Entschuldigung, ich hatte Schluck auf. Über eine Inventarliste. Die Marshals werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. Also es gibt dann wohl mehr Schließfächer, die diesen Code benötigen. Richtig. Da fehlen so viele. Rentenversicherung beschlagnahmt. Ja, das hatten wir alles schon. Geh mal hoch da. Was bedeutet die Raute davor? Wir müssen die Ware, das hatten wir auch, auf andere Weise nach Sevastopol bringen. Wade hat die Handlungsfracht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttle. Sagen Sie Ihrem Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typ namens Sinclair, der uns helfen könnte. Ich sehne mich nach der Zeit, als die Marshals sich noch um die echte Verbrechen kümmern mussten, anstatt Geschäftsleuten das Leben schwer zu machen. Tee. Okay. Dass hier nichts ist, bedeutet wahrscheinlich, dass das Terminal fehlerhaft war, weil das war definitiv im gleichen Terminal. Wartungssysteme.